Ja, ich kann das schon so machen mit Anu. Ich würde dann zwei zu Hause lassen und nur ohne an die Kita bringen. Aber wenn ich die abhole, die beiden. Dass du nicht beide mitschleppst. Mitschleppe und ich kann nicht noch nach Hause laufen, das würde zu lange dauern. Dann muss ich dir ja total früh abholen lassen. Deswegen hole ich nur ohne Acht, lauf gleich zum Hermannplatz. Und der U7. Jetzt wollte ich den oben, zum dritten Mal wollte ich den oben lassen. Jetzt. Mhm. Hab's nicht. Gehen, ja, bitte. Schreib dann in die S-Bahn. Und dann muss ich ein ganzes Stück noch laufen da zur Lenkenstraße. Ja, da musst du die ganze. Nee. Doch die Bergstraße muss ich da reinhängen. Ja. Corona ist man richtig verhindert. Also ist der Vertrag jetzt aufgehoben quasi eigentlich? Nein, die haben uns ja auf dem Schirm und die. Aber die haben im Moment einfach kaum Kinder, die fahren und das ist für die überhaupt nicht wirtschaftlich. Ja, ich verstehe das ja auch. Ich verstehe das ja auch. Der hat nur Kinder in Charlottenburg, dann ist er kurz vor 5 fertig und müsste dann nochmal nach Neukölln-Kreuzberg rausfahren. Das lohnt sich einfach nicht und es tut ihm auch total leid. Also ruht jetzt unser Wasser auch erstmal bei ihm. Das sehen wir das ja eh nicht. Haben wir letztes Mal auch schon nicht. Und mehr belasten. Jetzt können wir auch nicht jeden Tag ein Taxi zahlen, das geht auch nicht. Den Patienten mit bezahlen, dann geht er nur noch für ein Taxi arbeiten. Nee. Ich habe gestern 10 Euro gemacht hier. 10 Euro! 10 Euro und doch nur, weil ich Idiot das gleich auf der Straße repariert habe. Siehst du, das wolltest du doch aufhören. Wollte ich aufhören, ja. Aber ich war ja nichts zu tun, den ganzen Tag war nichts zu tun. Da kommt einer an und sagt, ja, Hinterrad Holland dran, total schief. Und ich sage, naja, das ist ja nur nicht gerade. Ja, und der Speicher ist auch gebrochen. Ja, dann bin ich runtergelaufen, das war ein Affekt quasi fast. Ich bin runtergelaufen, habe die passende Speiche geholt, habe die oben eingezogen. Das hat 5 Minuten gedauert, habe das Rad gerade gestellt, zentriert. Jede andere Werkstatt nimmt dafür 40, 15 Euro. Ich habe 10 Euro auf spendenbar. Da habe ich gesagt, gib mal Tibbles. Hat er mir einen 10er gegeben. Da dachte ich mir hinterher auch so, was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe eine ganze Reparatur gemacht. Ja. Innerhalb von 5 Minuten. War ungefähr gefährlich, als ich auch mit 2 Euro geben können oder so. Naja, gefährlich ist das nicht, ob bei mir 2 oder 5 oder 10 oder 50. Aber das ist wirtschaftlich desaströs. Ich muss in so einem Verein arbeiten. Auf Spendenbasis, wo der Verein mir mein Geld zahlt, egal was ich mache. Verein, was sagt denn der Daniel Gironier? Macht er da seinen? Den Tag war er kurz da und ich hätte gerne mit ihm gesprochen, bloß dann war ja der Schneider so lange am Telefon. Ja. Dann ist er halt abgehauen, wollte er nochmal wiederkommen, kam nicht mehr. Ich muss den mal irgendwie anschreiben oder was. Weil das hat mich, das hätte ich natürlich auch gerne gewusst. Ich glaube, der Verein wird auch nicht laufen. Mhm. Wie auch? Also der ist zu, der Verein. Schlicht und ergreifend, der Verein ist zu. Wahrscheinlich wird er da arbeiten, in seiner Werkstatt halten. Aber da ist ja nichts mit irgendwie Publikumsverkehr oder Jugendlichen und Treffen. Also das ist erstmal hinfällig. Mhm. Diese ganze Vereinsgeschichte hat sich erstmal erledigt. Eigentlich ganz gut, dass wir erstmal nicht darin sind. Zumal ich gesagt habe, darfst du ja auch ganz andere Probleme jetzt haben. Mit dir halt. Das ist für mich ein Problem, absolut. Für dich ja auch. Aber ich meine für mich. Mich belastet das auch. Wenn du das nicht glaubst. War Wolfgang, ist doch scheiße, oder? Was? Ja. Ja, war. Los. Ja, war. Nix wollte. Immer war. Wie bitte? Hört sich mir viel besser an. Warte mal einen Moment. Genau. Ich hab keinen Bock mehr. Man braucht mal so ein Lotto gewinnen. Also egal, nicht als Lotto gewinnen, sondern so richtig Glück im Leben braucht man mal. Immer so richtig so ein scheiß Jahr auf Geld oder nicht Geld, sondern einfach nur dieses. Einfach mal, dass es gut läuft. So. Mhm. Was ja wie ein Lottogewinn ist. Wenn es einfach zack und ein Jahr lang mal irgendwie alles stimmig ist oder so. Ja. Ich meine, ja, was ist denn einfach so eine gute Phase irgendwie hat. Man sich ein bisschen erholt von allem und so. Ach nee, kommt eins auf dem anderen. Eins aufs andere. So viel Kummer. Ja, man hat immer die gleiche Scheiße. Haben sie ja alle, Leute, das weiß ich auch. Italien so.
Bei Wolfgang sind es Kleinigkeiten, über die er sich aufregt. Bei uns sind es wahrscheinlich auch noch Kleinigkeiten, über die man auch so nicht mehr. Und da gibt es ja Leute, die haben richtig Probleme. Ich kann auch nicht mehr tragen. Ich glaube, es ist für jeden so schon abgestimmt. Weißt du? Das Leid ist bei für jeden, ja. Ja, 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 ja. Aber. Aber bei uns sind es halt echt Luxusprobleme eigentlich auch wieder, wa? Ja, man kann immer, ist ja immer, man kann ja immer sagen, es gibt immer einen, dem schlechter geht. Ja, das ist ja überall so. Ne? Das ist ja immer so. Man kann sich das ja auch immer irgendwie positiv, negativ, wie auch immer. Ach so, eine Scheiße. Trotzdem ärgert mich das. Okay. Ich räume ein bisschen hier ein gerade. Ein bisschen. Ein bisschen einräumen. Na, SV ist besetzt. Schläuche sind drin. Boah, oh, ist das kühl, ey. Boah, gerade richtig kalt geworden wieder. Oh, ich sag den ganzen letzten Tagen nichts anderes, außer es ist kalt. Oh. Manchmal ist so eine Maske gar nicht verkehrt, wa? Erste Aufwach ist da. Wie spät ist es? Weiß ich nicht. Spät genug. Gleich 1 Uhr. Abgerissen. Zug gerissen, meine Bremse hat geschnappt, hat er gesagt. Geschnappt hat sie. Da ist der Rest. Da ist sie durch. Zack. Ja, kann man nicht machen. Außer neu. Einmal ab. Zweimal ab. Bitte, bitte, bitte. Schön hier Genmaterial da gelassen. Oh Mann, ey. Ja, da hängt noch die Kappe drin hier. Die krieg ich wahrscheinlich nicht raus. Wenn ich sie nicht rauskriege, muss ich auch diese Teile hier tauschen. Glück gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen Fett reingemacht. Hier ein bisschen Fett aufs Gewinde. Und ein bisschen Fett hier rein, dass die nächste Kappe sich nicht gleich wieder festpappen möge. Jetzt gefährdet ich mal hier ab. Das ist ja Wahnsinn, ey. Hat der so den Pelz aufgerissen hier in diesem Quatsch stehen, ey. Dann brauchen wir das Ende vom Zug. Meine Nase ist kalt, deswegen habe ich nur den Tuch auf. Voll kalte Nasenspitze. Hier durch. Nein. Perfekt. Das war der Bremszugwechsel. Ohne viel quatschen. Ist natürlich, die Bremse ist auch verschoben, ne? Also die ist fast hier rausgerissen. Ja, da kann man nicht mehr viel machen, wenn die jetzt hier irgendwann brechen sollte, hier ausbrechen sollte. Dann ist es kaputt, da muss eine neue ran. Aber so bis jetzt. Noch funktioniert sie.
mache halt so eine Mietesgrade. Ich habe schon wieder so viele Räder jetzt bekommen. Ich habe hier ein Kinderrad geschenkt bekommen gerade. Da ist der Sattel halt kaputt. Also so, ist halt auch so ein Billig-Kinderrad, ne? Naja, aber dann machen wir mal fertig, das Material hier. Machen wir mal fertig, fit, so dass man es wenigstens weiterverwenden kann. Kein richtiges Lager drin hier. Hier vorne ist doch kein Lager, ist doch so ein Gleitlager. Das haben wir doch eh nicht drin lassen, oder? Das ist ja nur Verpackung. So nur Pappe, das kann ja nicht für draußen die eigene sein. So Pappe, Pappe, Hammer. Wer braucht denn hier eigentlich? Spendieren wir schön neuen Sattel. Hallo? Ja? Wo bist du? Hier. Bei dir bitte. Hi. Kannst du mir helfen? Ich kriege mein Fahrrad nicht aufgepumpt. Ich weiß nicht, ob ich eine falsche Pumpe hatte oder ob das... Hast du meine benutzt hier vorne? Nee. Das kannst du nehmen, steht auf der Treppe. Das ist nur so ein ganz, ganz kleines, schmales Ventil. Ja, ja. Und das Ventil vorher auch schrauben natürlich. Genau. Hier, noch ein Rad, was ich heute geschenkt bekommen habe. Ein Hanseatic Deluxe, war ja Katalogware. Hanseatic Deluxe, müsste so Ende 80er sein, vielleicht so Anfang 90er, das weiß ich nicht. Und dann hat er mir noch zwei Reifen dazu geschenkt. Er sagt, hier, die müssen nicht durchstellen, hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf oder was weiß ich. Und dann mir das Rad geschenkt. Na, ich verabschiede mich von euch wieder einmal. Bin nicht so zufrieden. Das Material, was sich auf dem Markt befindet, ist überwiegend halt billig und dann eben nach vier, fünf Jahren verbraucht. Und die landen natürlich immer hier bei mir. Bei einer großen Werkstatt würden sie sofort ein neues Rad aufgeschwatzt bekommen. Also in einem großen Fahrradladen, so wie Stahlauer. Das wird kaputt kalkuliert, das Rad. Das wird komplett kaputt kalkuliert. Da wird gesagt, ja, hier, das müssen wir machen, dann lassen Sie da zum Scheck, man wird einmal durchschicken, kostet so und so viel, kriegen Sie einen Kostenvoranschlag und der Kostenvoranschlag kostet so und so viel. Das ist halt, weiß ich, 20 Euro, 25 Euro, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, sowas zu machen. Ist ja wie ein Scheck gleich, ne? Dann machen wir ein bisschen Kette schmieren und dies und das und jenes, aber hier ist alles, ja, hier am Schalter, jetzt alles wieder verkrumpft und verkramt, hier sind Schollen. Schollenweise Dreck ist hier dran. Wieder. Ich meine, wie soll sowas präzise schalten? Ey, und die Kette, die hier so flexibel ist wie ein Lämmerschwanz. Es ist jedes Mal das Gleiche. Man kriegt das einfach nicht hin. Man kann eben aus Scheiße keinen Bonbon machen. Der Spruch stimmt nun mal. Geht einfach nicht. Ihr sollt ja auch keine goldenen Fahrräder fahren. Es geht einfach nur darum, dieses Material, dass man dieses Verständnis dafür entwickelt, das Material, was nur so und so viel Geld kostet, auch nur so und so lange hält. Fertig.
Bums aus, basta. Nicht immer diese Erwartungshaltung, jetzt habe ich aber 500 Euro ausgegeben für ein Fahrrad. Das muss jetzt auch so lange wie das. Mein Opa damals im Krieg, der hat 150 Reichsmark ausgegeben und fährt, das Rad fährt heute noch. Das ist eine ganz andere Nummer. Überlegt mal, was damals 150 Reichsmark waren. Oh. Wie lange ein Arbeiter, ein Fabrikarbeiter dafür damals, 1915 oder was, arbeiten musste. Muss mal gucken in meine Kataloge, in meine, ich habe ja von 1915 und 1930 bis 1915 bis 1930 habe ich so Fahrradkataloge auch da. Wenn ich da hingucke, sehe ich auch 135 Mark, 155 Mark, 159 Mark und so eine Sachen, sehe ich alles. Was das damals für Geld war, das war ja Wahnsinn, jetzt rechnet das doch mal um. Wenn da ein Fabrikarbeiter in einem Monat, was weiß ich, 180 Mark bekommen hat oder was. Ich weiß es ja nicht mal, wie viel man da so bekommen hat. Aber überlegt mal, in welcher Sprechspanne denn sich so ein Fahrrad abgespielt hat. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Dinger gepflegt, die wartet wohnen permanent. Ja? Irgendwann dann in Vergessenheit geraten, weil irgendwann nach 40 Jahren kam ein neues Modell oder so. Ja? Und dann wurden die in der Ecke gestellt und so. Die wenigsten haben überlebt bis heute, weil die meisten wurden verschrottet. Ah, Irrsinn! Und heute kostet ein Rad ein Bruchteil vom Lohn, dass man sich eben in die Überlegung kommt, alleine schon sich, wenn das Rad zu teuer ist in der Reparatur, kauft man sich einfach neu. Das ist doch bekloppt. Das ist total bekloppt, dieses Kontraproduktive. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist es zurzeit so, dass es zurzeit kein Material mehr gibt, dass man nichts mehr bestellen kann, dass man auf jeden Furz ewig lange warten muss. Und das setzt die Preise gerade wieder richtig anziehen. Richtig explodieren. Hoffentlich. Sollen wir mal machen? Ich weiß nur eins, solange wie ich Material kriege, mache ich ja auch noch, bin ich ja auch noch offen. Ne? Das weiß ich nur. Solange wie es jetzt noch Material für mich gibt, mache ich natürlich den Laden auf. Aber wenn dann anfängt, dass ich hier, ja, das kann ich machen, das kann ich nicht machen, das kann ich erst in 3 Wochen machen, nee, dann mache ich den Laden zu. Ganz einfach. So kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht, ich habe nicht das Geld, um so viel Lagerhaltung zu haben, dass ich hier, wenn mal was lieferbar ist, mir gleich 20, 30 so eine Dinger hinstelle. Das Geld habe ich schlicht und ergreifend nicht. Das Geld geht drauf für andere Sachen. Ich habe eine große Familie, die ich ernähren muss. Da kann ich mir nicht hier 1000 Schläuche bunkern, 50 Decken, die sind ja nun auch nicht billig. Ist ja nun nicht so, dass man die im Einkauf, wie jeder denkt, dass man die hier, was weiß ich, wie günstig abstaubt oder so. Ja, tut mir leid, musste mal gesagt werden. Und jetzt sage ich gute Nacht, also schlaf gut, bis morgen. Ciao, sagt der Tommy. Daumen hoch.